Immer wieder kommt es vor, dass sich Frauen, aber auch Männer in Bars, Kneipen und Clubs von einer anderen Person belästigt oder sogar bedroht fühlen. Viele sind in einer solchen Situation unsicher und wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen. In einigen deutschen Städten hat sich dafür ein neuer Codesatz etabliert. Mit der Frage "Ist Luisa da?" können Hilfesuchende das eingeweihte Personal auf sich und die unangenehme Situation aufmerksam machen und bekommen Hilfe von den Mitarbeitern. Gemeinsam mit dem Frauenbüro möchte die Stadt Mainz diesen Codesatz auch in der hiesigen Szene etablieren. Wie finden die Gäste diese Idee? Sehr gut. Warum? Ich glaube, weil ich auch eine Frau bin und manchmal man in schwierigen Situationen nicht weiß, wie man reagieren soll. Und wenn man jemandem zeigt, dass man sich unwohl fühlt, hat der andere einen sofort in der Hand, würde ich sagen. Also die Idee an sich finde ich ganz nett, weil man dann einfach vielleicht ein bisschen sicherer unterwegs sein könnte. Und wenn alle Kneipen halt involviert sind, muss man einfach mal testen, ob es sich bewährt. Also ich finde das Codewort ein bisschen komisch. Ist Luisa da, ist halt, als würdest du gerade fragen, ob eine Freundin da ist. Und nicht jeder denkt, ich versteht's. Deshalb hätte was anderes sein sollen. Irgendwas Offensichtlicheres vielleicht oder... Vielleicht sollte man sich auch eher darum kümmern, dass Leute aus sich rausgehen und sagen, hey, finde ich gerade nicht so toll, wie es hier läuft, ich werde belästigt, bitte helft mir. Ja, das ist auch gut. Warum? Weil es nicht direkt und die Mitarbeiter wissen dann direkt Bescheid. Die Mitarbeiter und Barbesitzer werden dazu in den kommenden Wochen noch geschult. Was halten Sie von dem Codesatz und wie würden Sie auf die Frage, ist Luisa da, reagieren? Entweder intervenieren, dazwischen gehen oder einfach die Polizei rufen. Ich habe tatsächlich davon gehört und ich finde es eine sehr schöne Maßnahme und ich unterstütze das sehr gerne. Wir haben Freitag, Samstags auch jemanden an der Tür, der da auch ein Auge für hat. Ich würde jede Maßnahme bis dazu, wenn sie ein Taxi möchte, sie zum Taxi begleiten. Ja, erstmal sie fragen, wo ihre Freunde sind oder ob sie an einen anderen Tisch will. Oder auch Taxi rufen, direkt rein. Ich glaube, ich würde die Frau oder das Mädchen sofort zur Seite nehmen und abwarten, ob der Gast dann verschwindet. Und wenn nicht, dann würde ich sofort meine Kollegen Bescheid sagen und eventuell auch die Polizei rufen.